Ich würde sagen, stilistisch bewegt sich meine Arbeit irgendwo zwischen geradlinigem Bauhausdesign und Punk. Ich habe Einflüsse von Street Art, von Comics, ich liebe Science Fiction. Ja, ich arbeite gern mit Collagen und so Mischtechniken, würde ich sagen. Die Hochschule Pforzheim hat mir im Endeffekt die Möglichkeiten geboten, die ich gesucht habe. Ich habe einfach gesehen, dass ich mich da im Studium ein bisschen ausprobieren kann und noch mal ein bisschen in verschiedene Richtungen experimentieren kann, um dann vielleicht für mich selber auch einen Weg zu finden, wo ich hin möchte. Das hat auch für mich sehr gut funktioniert, muss ich sagen, weil ich hatte so als Basis dieses visuelle Kommunikationsstudium, die ganzen Gestaltungsgrundlagen und so weiter, die mir definitiv geholfen haben, mich zu entwickeln. Gleichzeitig habe ich aber die ganze Zeit versucht, auch meinen eigenen Weg irgendwie zu gehen und eher in die Bewegtbildrichtung zu gehen. Ich habe 2007 dann Diplom gemacht und bin danach relativ nahtlos in eine Agentur gegangen nach Ludwigsburg. Habe da 3 Jahre lang als Motion Designer, später Senior Motion Designer gearbeitet und bin jetzt seit 2010 selbstständig, als freier Motion Designer hauptsächlich. Mache aber auch nach wie vor klassisches Grafikdesign, Illustration. Aber Motion Graphics, das ist eigentlich so mein Steckenpferd. Die Selbstständigkeit bietet mir jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, mehr von mir selber da reinzubringen. Ich bin mein eigener Art Director. Ich kann Dinge ausprobieren. Ich kann ein bisschen mehr von meiner Handschrift, sage ich mal, in Projekte reinbringen. Ich kann Kundenwünsche gut aufnehmen und versuche aber natürlich trotzdem ein bisschen von mir immer mit reinzugeben. Und das ist das, was dann an der Arbeit natürlich am Ende am meisten Spaß macht. Wenn da sein Herzblut in ein Projekt auch reinfließen kann. Ich bin jemand, der gerne mit der Hand arbeitet. Ich probiere gerne verschiedene Techniken aus. Ich versuche in meine Arbeiten handgemachte Elemente einfließen zu lassen. Keine Ahnung, gemalte Hintergründe, Texturen. Ich würde mich da ungern einschränken wollen. Ich möchte immer offen bleiben für alle möglichen Richtungen und auch verschiedene Medien, verschiedene Techniken. Jedes Projekt fängt bei mir immer mit einer Skizze an. Also das Erste, was ich mache, ist, ich versuche meine Gedanken aufs Papier zu bringen. Und das kann wirklich ein hingerotztes Skribbel sein oder schon eine ausführlich durchdachte Konzeptskizze. Aber es fängt immer erstmal mit der Skizze an. Inspiration kann ich eigentlich überall finden. Also ich bin jemand, der aufmerksam durchs Leben geht und, sagen wir mal, ein schönes Gespür für Details hat. Also ich entdecke kleine Sachen in den Straßen, mir fallen Kleinigkeiten auf, die würde jemand anderes wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich schaue mir viel Arbeiten von anderen an und versuche zu verstehen, warum deren Arbeiten so aussehen, wie sie aussehen. Was ist deren Herangehensweise? Ich bin nach dem Studium in Pforzheim hängen geblieben. Ich habe hier ein kreatives Netzwerk. Ich habe viele Leute um mich herum, die in anderen Kreativbereichen und ähnlich arbeiten. Wir haben jetzt hier unsere eigene Bürogemeinschaft gegründet. Also wir sind hier ein kreativer Haufen, sage ich mal. Jetzt zuletzt hatte ich sogar einen Lehrauftrag an der Hochschule. Gemeinsam mit dem Kollegen Ben Wittner aus Berlin habe ich in Vertretung für Frau Professorin Hefuna Gestaltung mit audiovisuellen Medien unterrichtet. Das war natürlich eine super Erfahrung, jetzt mal quasi auf der anderen Seite zu stehen und zu unterrichten.